jetzt kommt auch eine Stimme, eine begnadete Stimme, aber das Gesicht kennen Sie dazu. Mein heutiger Stargast, der auf den gilt das Prädikat Weltstar wirklich als angebracht. Sie hat 4 Grammys gewonnen, sie hat 9 American Music Awards gewonnen. Sie ist Officer of the Order of the British Empire. Sie hat über 176 Millionen Tonträger verkauft. Wir freuen uns so, dass sie heute da ist. Olivia Newton-John. Sie ist eine Sexbombe ohne Sprengstoff, ätzten Kritiker einstmals über Olivia Newton-John, ob ihres Sauberfrau-Images. Geboren in London, zog sie mit ihrem walisischen Vater und ihrer deutschen Mutter bald nach Australien, wo klein Olivia die Liebe zur Musik entdeckte. 1974 trat sie sogar für England beim Song Contest an und wurde Vierte. Ihre musikalischen Stilrichtungen wechselte Olivia Newton-John des Öfteren. Über Country und Folk-Music landete sie schließlich bei Disco und Pop. Erfolgreich war sie auch im Schmuseduett mit Cliff Richard. Ihre dutzenden Filme waren, abgesehen von Grease, weniger erfolgreich. So verrucht wie als Sandy an der Seite von John Travolta sah man den Blondschopf selten. Xanadu, ein Tanzfilm mit Altstar Gene Kelly, floppte, im Gegensatz zum gleichnamigen Titelsong. Als die Fitnesswelle in den 80ern ihre Hochblüte hatte, gab sich auch die Australierin musikalisch sportlich. Als größten Erfolg bezeichnet die vierfache Grammy-Gewinnerin aber ihren Sieg über eine schwere Brustkrebserkrankung. Mit 62 setzt sie sich verstärkt für die Brustkrebsvorsorge ein, so wie hier mit ihrem Ehemann in Wien. Ich bin sehr stolz auf sie. Sie erstaunt mich immer wieder in ihren Aktivitäten gegen den Brustkrebs. Vor allem, wenn sie durch die Länder zieht, um für die rechtzeitige Vorsorge die Werbetrommel zu rühren. Am Wege zu uns, herzlich willkommen bei Herbstzeit, Olivia Newton-John. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Happy to be here. Wie fühlen Sie sich in Österreich? Wie geht es Ihnen in Österreich? Very welcome. Es geht mir sehr gut und ich fühle mich sehr warm empfangen. Ich hatte eine schöne Zeit gestern. Sie sind ja mit Ihrem Ehemann da, wir haben ihn ja gerade gesehen und Sie sind auch zum zweiten Mal schon in Österreich, yes. Gell? Ja, also Sie kennen Österreich. Ja, das stimmt. Und die Österreicher kommen Ihnen ja mit großer Liebe. It's the place with no kangaroos. Ich kenne Österreich. Das sind keine Kängurus. And I love it, 'cause I'm from Australia. Ich habe das T-Shirt gesehen und ich liebe es. Ich komme aus Australien. Gute Einschätzung der Lage. My husband is very supportive of me. Mein Mann unterstützt mich sehr. And comes with me wherever I go, and I go with him. Er geht überall mit mir hin. Where he goes, and we're here to talk about his herbs from the Amazon. Und wo er von seinen Kräutern spricht, gehe ich mit ihm. So we do everything together. Wir machen alles zusammen. Schön, das nennt man Verbundenheit. Yes. Denke ich mir. Very special. Sie sind hier in Österreich, weil heute ist ja der Weltbrustkrebstag. Sie haben sehr viel darüber gesprochen. Sie haben sehr viel geholfen, dass es ins Bewusstsein der Leute kommt, dass es kein Tabuthema mehr ist. Denn Sie haben selbst den Brustkrebs besiegt. Vielleicht dürfen wir noch einmal kurz zurückgehen in der Zeit. Wie war es, als Sie die Diagnose erhalten haben? It's 18 years ago. Das war vor 18 Jahren. I'm a breast cancer thriver, they say, not a survivor. Ich bin nicht nur eine Überlebende, sondern ich bin auch eine Kämpferin. And one of my messages to Und eine meiner Botschaften an die Frauen ist because when I was first diagnosed, it is obviously die folgende. Very scary. Es war für mich etwas sehr Erschreckendes, als ich die Diagnose erhielt. Und ich entschied mich, dass ich es schaffen werde. Es ist ganz wichtig, dass man eine positive Einstellung hat. Und ich bin so dankbar, dass es mir jetzt wieder gut geht und dass ich anderen Frauen helfen kann. 18 years ago, vor 18 Jahren kam eine Frau zu mir in der Toilette.
I had, darling, she said, I read in the paper you had breast cancer. Und sie sagte, ich habe gelesen, sie hatten Brustkrebs. Und ich hatte es auch und ich habe gelesen, dass sie es geschafft haben. Und das war für mich eine große Hilfe. Und jetzt kann ich zu anderen Frauen sagen, ich hatte den Krebs und ich habe ihn geschafft. Das ist eine große Kraft in mir. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr viel Unterstützung gibt. Es ist nur so, als Sie diese Diagnose bekommen haben, war Ihre Tochter noch nicht sehr alt. Haben Sie es ihr eigentlich gleich gesagt? No. Sie war, glaube ich, 7 Jahre alt, oder? I didn't tell her immediately because, nein, ich habe es ihr nicht sofort gesagt. My best friend, we had our daughters at the same time. Meine beste Freundin hatte eine gleichaltrige Tochter und ihre Tochter ist das Jahr vorher an Krebs verstorben. Und ich wollte meine Tochter nicht verängstigen. Sie hätte wahrscheinlich gedacht, ich würde auch sterben. Darum habe ich ihr es erst gesagt, als ich wusste, es wird mir wieder gut gehen. Aber sie hat sich sehr darüber geärgert und hat gesagt, warum hast du es mir nicht gleich gesagt? Ich hätte mich so gerne um dich gekümmert. Das war für mich sehr, sehr ein starker Ausdruck von meiner Tochter. Mhm. Sie bleiben heute noch bei uns. Wir würden jetzt gerne eine Geschichte zeigen von zwei Frauen. Von Mutter und Tochter, die beide diese schwierige Lage haben, dass in ihrer Familie ein großes Risiko ist, eine genetische Anlage an dieser Krankheit zu erkranken. Und sie haben sich wirklich zu sehr dramatischen Maßnahmen entschlossen. Ja, wenn man diese Erblast hat, hat man ein wesentlich höheres Krebsrisiko, nämlich eine Wahrscheinlichkeit bis zu 85%. Karin Gielan hat sich vor 12 Jahren einem Gentest unterzogen. Sie wollte endlich Gewissheit haben, warum in ihrer Familie bereits 5 Frauen an Brustkrebs erkrankt waren. Ihre Befürchtung, dies sei kein Zufall, sondern die Folge einer genetischen Veranlagung, die auch sie haben könnte, bestätigte sich leider. 5 Jahre versuchte sie, das Wissen um ihr hohes Brustkrebsrisiko zu verdrängen. Dann entschied sie sich, beide Brüste amputieren zu lassen. Ich bin dann draufgekommen, dass ich bei jeder Vorsorgeuntersuchung eigentlich immer nervöser geworden bin. Es war der Weg bis zur Entscheidung, war schwierig. Als ich mich dann entschieden hatte, war das für mich einfach eine logische Konsequenz, dass ich jetzt ins Spital muss, dass ich operiert werden muss und ich hatte keine Angst. Fast zeitgleich mit der Brustamputation von Frau Gielan unterzog sich auch ihre Tochter Nathalie einem Gentest. Auch bei ihr war das Ergebnis positiv. In einer Brust der damals 27-Jährigen hatte sich sogar schon atypisches Gewebe gebildet, das sofort entfernt wurde. Danach war auch für sie klar, es gab keinen anderen Weg als die Brustamputation. Ich war so überzeugt von der Sache, eben die Mami hat sich, glaube ich, nicht allzu lange von mir operieren lassen. Und dadurch, dass ich das ja alles wirklich miterlebt habe, ich war tagtäglich bei Mami im Spital, das hat mir einem schon sehr die Angst genommen. Die Brustamputation hat das Erkrankungsrisiko der beiden Frauen um ganze 95% gesenkt. Eine enorme Erleichterung für sie. Denn solange sie denken können, waren sie umgeben von schwer krebskranken Frauen in der Familie. Die Angst, es könnte auch sie treffen, war immer da. Meine ersten Erinnerungen waren die krebskranke Tante meiner Mutter, die sonntäglich mit uns am Tisch saß, meine Großmutter, die an Krebs erkrankte, wie ich Anfang der Volksschule war. Wir haben damit leben müssen und wir haben das in unser Leben eigentlich integriert gehabt. Eine Genanalyse verschafft Frauen wie Karin und Nathalie Gielan Gewissheit, ob sie Trägerinnen jenes mutierten Gens sind, das ihr Brustkrebsrisiko und zusätzlich noch ihr Eierstockkrebsrisiko massiv erhöht. Frauen, die sich diesen Test unterziehen, stehen meist unter enormem Druck und werden von Anfang an intensiv psychologisch betreut. Etwa jede 5. Betroffene entscheidet sich bei einem positiven Testergebnis, so wie Karin und Nathalie Gielan. Generell können wir keiner der betroffenen Frauen zu einer vorbeugenden Operation raten. Wir können nur über Risiken und Vorteile aufklären. Wir dürfen von Seiten des Gentechnikgesetzes keiner Frau empfehlen, eine vorbeugende Brustentfernung durchführen zu lassen. Das ist immer eine höchstpersönliche Entscheidung der Betroffenen.
Unmittelbar nach der Brustentfernung wurden Karin und Nathalie Gielan künstliche Implantate eingesetzt. Während bei der Mutter alles weitgehend glatt lief, hatte Nathalie 4 Jahre lang große Probleme damit. Zeitweise fühlte sie sich sehr schlecht. 3-mal oder 4-mal sogar ist es verrutscht. Dann hatte ich einmal ein Implantat, das kaputt war, das raus musste. Da bin ich schon 1 Monat lang überhaupt nur mit einer Brust herumgelaufen. Hatte dann mit dem nächsten Implantat wieder nur Entzündungen und habe mit der 8. Operation, also eigentlich mit der 6. Reparaturoperation, dann endlich alles abgeschlossen. Jetzt, nachdem alles korrigiert ist, ist für Nathalie die Welt wieder in Ordnung. Die Erinnerung an ihre eigenen Brüste hat sie jedoch immer vor Augen. Diesen Gipsabdruck hat meine Mami von mir gemacht, ich glaube 1-2 Tage vor der Amputation. Das war für mich so dieses Abschiedsritual, damit ich das für mich immer und ewig haben kann. Obwohl sie dramatische Jahre mit zahlreichen Spitalsaufenthalten hinter sich haben, bereuen die beiden Frauen ihre Entscheidung nicht. An ihr neues Körpergefühl haben sie sich längst gewöhnt. Ich mache Sport, ich trage Dekolleté. Also es ist jetzt nicht so, dass ich verstecken muss. Und ich erlebe auch jeden Tag wieder, dass, wenn ich mit Freunden darüber spreche, es jeden eigentlich wundert, dass mein Dekolleté nicht echt ist, wenn man es nicht sieht. Ich denke mir, ich habe einen großen Vorteil vielen Frauen gegenüber, den normalen Frauen gegenüber, die ihre Brust noch haben, bei denen das Brustkrebsrisiko bei ungefähr 10% liegt und mein Risiko ist unter 1%. Eigentlich fühle ich mich privilegiert jetzt. Nun ist nur noch ein sehr ernstes Thema offen. Was ihre Mutter schon hinter sich hat, steht Nathalie Gielan noch bevor. Sie wird ihre Eierstöcke entfernen lassen müssen, denn aufgrund ihrer Erbanlage hat sie eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit, an Eierstockkrebs zu erkranken. Noch will sie sich etwas Zeit lassen. Sie ist jetzt 33 Jahre alt und die Frage, ob sie ein Kind möchte, ist noch offen. Olivia Newton-John, wenn Sie very so etwas brave, sehen. Very brave and ja. Very beautiful women. Sehr tapfere und sehr schöne Frauen. Es ist wichtig, dass wir daran denken, dass wir nicht unsere Brüste sind. Und dieser kräftige Spirit, der hinter diesen Frauen steckt, ist wunderbar.